Hallo und herzlich willkommen zu dieser Strategiestunde bei mir auf dem Channel, beziehungsweise auf demnächst wahrscheinlich auf dem Demolition Leaks Channel, sobald es einen gibt. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe den lieben Mido, der auch ab und zu castet, heute dabei, der Hallo. mich unterstützen wird mit seiner Expertise Ja, als Spieler. freut mich dabei zu sein. Als Spieler von Pandaric Fireheads, die gerade 3 zu 1 stehen in der Season, ist er da bestimmt gut informiert, was manche Sachen angeht. Und er war ja auch Schauen wir mal. MVP vom ersten Spieltag. Ja, das hat Dementsprechend. oft nichts mit viel Strategie zu tun, sondern eher mit dem Skill in-game. Also werden wir sehen, wie gut ich mich da auskenne. Jetzt in der Vogelperspektive. Ja, wir fangen mal mit der Vogelperspektive an, weil ich finde es immer einfach interessant, weißt du, wie du hier siehst, was ist das Default in der Pistol Round? Ich würde sagen, die Pistol Round schauen wir uns mal in langsam an, weil, wenn ich mich richtig entsinne, war die sogar ganz lustig. Oder, nee, das ist die Pistol Round von Eternal Synergy, die dann zu dritt in den, die dann Conda pushen. Das können wir uns sogar normal anschauen, würde ich fast sagen, weil das war ganz gut. Also die spielen da eigentlich Richtung A und verlieren halt komplett im Connector das Duell. Und verlieren halt auch die Bombe hier unten. Okay. Da ist die Bombe gedroppt und damit ist halt die Runde weg. Warte Was? mal. Ich schaue da gerade noch im falschen Ding. So, jetzt habe ich es besser. So, also. Deswegen hat mein Sound nicht abgesinkt. Ich war so blöd und habe auf dem Twitch-Stream jetzt alles geschaut. Da haben wir ja da unsere eigene Übertragung. Ja, also die verlieren halt die Bombe hier unten in dem Engagement. Weiß nicht ganz, wer die hat, aber auf jeden Fall droppt die halt da auf die Stairs drauf. Ja, da, oh, sorry, das wollte ich jetzt nicht. Da beim ersten Frag fällt halt gleich die Bombe hier runter und ab dann ist es halt gefundenes Fressen für die CTs. Was ich interessant finde, natürlich ist die Überzahl der T-Spieler im Connector, aber also wir machen das zumindest so, die Bombe darf einfach nicht in den Connector. Zumindest halt vor allem nicht zu einem Zeitpunkt, wo du glaubst, dass der Gegner drin stehen oder bevor man es halt geklärt hat, weil wenn du die Bombe in Connector verlierst, die kriegst du fast gar nicht mehr wieder. Vor allem jetzt, wenn da drei CTs drinstehen, die haben keine Chance mehr, die Bombe je wieder irgendwie wiederzuholen. Wenn die oben bei den, natürlich, jetzt ist es blöd gesagt, weil halt ein Con-Stack war, aber sagen wir, die pushen zu dritt in der Mitte rein. Und sie haben da zu zweit die Bombe in der Mitte und sterben beide. Dann liegt die Bombe irgendwo beim T-Ausgang oben. Bei Fountain Mitte. Und die kann man auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall schwieriger für die CTs zu halten, als in so einem engen Connector. Also du meinst, dass dann die Bombe da irgendwo down Ja, ist? irgendwo da wird sie Ja. liegen. Und da kann man sie auf jeden Fall auch in einem 2 gegen 5, was natürlich zart ist, aber halt bevor die Rotations da sind, hat man auf jeden Fall noch eine Chance, die vielleicht wiederzuholen. Schlussendlich bleibt einem eh nichts mehr anderes übrig, als M-Duelle versuchen zu gewinnen und die 1 gegen 1 Duelle zu forcen. Aber ich glaube, also ich würde die Bombe einfach nie in den Connector mitnehmen. Fertig. Wurscht. Außer du laufst da zu 5 durch, okay. Aber. Ja, vor allen Dingen ist sie dann auch noch First Contact. Also das ist halt auch das Bittere. Wenn jetzt, weißt du, wenn jetzt der Hinterste die Bombe hat, dann kannst du ja vielleicht noch wegkommen. Aber so fällt die Bombe Ja. beim ersten Engagement, fällt sie ja, droppt sie ja gleich da vorne. Und ab Ja, dann ich glaube, ist. das ist dann schlussendlich schon egal, weil die drei, also deren Aufgabe war es ja, schnell durch Con durch und dann in der Mitte groupen und falls Leute in der Mitte oben sind, den zu sandwichen, weil es wird ja gern in der Pistol Round auf Overpass in der Mitte gepiekt. Also man spielt vier Richtung B, einer piekt Mitte, das kennt man aus den Faceit Packs. Es wird gern gespielt oder halt viele im Con. Sieht man auch in letzter Zeit relativ oft. Und die drei, die durch den Con gehen, die gehen nicht zurück. Die wollen da die Aim-Duelle nehmen. Die haben die Clocks, die suchen die Close-Angle-Duelle gegen die USPs. Und haben da auf jeden Fall den One-Shot-Headshot-Range da drinnen. Das heißt,
Da fällt keiner mehr zurück, auch wenn da wer die Bombe hat. Auch wenn du als letztes die Bombe hast. Das heißt, die würde da einfach sagen, wenn sie die Taktik nochmal spielen, einfach auf die zwei Spieler die Bombe geben. Ja, wir können uns ja jetzt mal die Pistol Round dann von Eternal Synergy anschauen, die das gleiche quasi auch, also die dann auch über Con was anspielen. Okay. Da haben wir jetzt wieder auch von den CTs auch wieder drei Leute in der Mitte. Nur diesmal spielt man es halt ein bisschen anders. Und die Bombe geht vor allen Dingen, in diesem Fall ist die Bombe halt nicht im Con unten. Wo siehst du, wer die Bombe hat? Da rechts oben bei der 6 ist so ein kleines Symbol. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Rechts oben bei 6. Jetzt kann ich Ah mal ja, probieren. sehe ich. Da. Okay, ja. Aber ansonsten wusste ich es jetzt nur, weil ich es mir ein paar Mal schon angeschaut habe, die Runde. Okay. Ja, die spielen zu dritt über Short, zwei über Con, gehen jetzt aber schon ziemlich weit auf Short raus. Das ist echt. Die schleichen da, oder? Die schleichen da und jetzt kann man sich auch gleich mal anschauen, das ist nämlich richtig, richtig geil, weil hier hinten wird ja der Boost gespielt. Und normalerweise erwartest du ja ein Monster-Play eher. Ja, Und jetzt ja. boosten sie hier auf den Sandbags. Und vor allen Dingen auch geil, sie bauen eine Leiter. Oder eine Treppe, besser gesagt, hier. Okay, Also der also erste ein. duckt sich, der zweite steht normal da und dann kann er da einfach hochlaufen. Zack. Und hat halt dadurch nicht diesen Sprungeffekt. Ja, okay, das ist gute Idee. Und dann sieht man auch gleich, ihr aimt auch als allererstes nach da Das ist hinten. ein Anti-Strat. Die haben Ja. gewusst, was die Gegner machen. Und er kriegt auch instant den Kill. Also das ist einfach richtig schön gespielt. Also die haben auf jeden Fall die Demos vorher angeschaut. Weil die haben genau gewusst, die werden so stehen oder beziehungsweise haben das vermutet und haben darauf die Strat gespielt. Ich sage das nicht, ihre Default-Pistol. Weil, also, kann natürlich sein, dass es vielleicht andere Teams gibt, die das öfter spielen, aber ich habe in der Pistol Round, glaube ich, bei uns noch nie einen Doppel-CT-Tower gesehen. Und vor allem, der cleart halt gar nichts. Wenn der da oben auf Sandbags raufgeht, hat er ja den Wasserwinkel, den Seitwinkel, wo er offen ist, ist nach Heaven hin offen, oder? Wenn er da rechts, dann weiß ich nicht, ob er nach Heaven hin offen ist. Aber Nochmal voll. der hat da full geriskt, dass die Taktik spielen. Und es ist aufgegangen, natürlich. Also vor allen Dingen, das ist so ein geiles Play hier. Ich wusste halt auch gar nicht, dass es so möglich ist, dass du einfach so rüberläufst. Zack. Das ist saugut. Und dann also der Angle alleine schon ist zu geil. Und dann haben sie halt die B-Side. Die Con-Spieler haben die Rotation, okay. Und die CTs entscheiden sich halt auch vor allen Dingen zu dritt dann die Rotation so zu spielen durch den Con. Und das läuft halt komplett schief. Nicht mit zwei Mann. Der eine aimt nicht einmal mehr Con. Also der erste ist überhaupt nicht aware. Das ist auch, finde ich, ein Fehler vom ersten Spieler, der runtergeht. Du darfst dann nicht, also noch einer früher, Ja. du darfst dann nicht, du musst nach hinten checken, weil bei der Tür springt niemand bei der Tür raus und du hast eh den Tor-Sound und in dem Moment musst du halt 180 Grad flicken, wenn er wirklich wieder reingeht. Aber du musst, wenn du da runter gehst, als CT Richtung T-Spawn schauen. Ja, vor allen Dingen, wenn du der Erste bist. Wenn Ja, der ist noch genau, du zu in musst da dem einfach einmal Moment. klären. Du hast noch zu und da kann er sich einfach einmal umdrehen eigentlich. Also das dürfte wirklich kein Problem sein. Da Und dann. Defendix macht den Refrag. Ja, und dann müssen wir halt den Spieler erstmal umpushen. Und das gibt zwar sogar einen Knife-Kill, was fürs Money später. Oh, scheiße. Fürs Money später nicht schlecht ist. Ja, da hat er den Knife-Kill, macht halt das Geld nochmal. Aber. Dann müssen sie halt saven, weil es ist einfach zeitlich her. Schlussendlich ist es gar nicht so schlecht, wie es sieht, dieser Ausgang. Ja. Weil man kann alle bis auf zwei killen. Man hätte vielleicht noch einen killen können, wenn man da im Afterplan ein bisschen besser spielt. Aber war auf jeden Fall eine gute Anti-Strat von Vanity Pro. Da ist jetzt Aber ja. natürlich.
schade, wenn er safe, denn hier am Ende, ja, kriegt er halt, hat er dann am Ende 3-8 plus Kevlar und kann sich halt in der nächsten Runde, wenn man dann gegen Force, was man glaube ich sogar tut, dann hätte er halt da jetzt Head Armor gehabt und hätte halt auch noch eine Utility kaufen können. Hat er Full Armor gehabt? Er hatte, nee, oh, das kann ich glaube ich so gar nicht sehen, oder? Aber Mal dadurch, schauen. ich glaube nicht, dass er Full Armor gehabt hat, weil der hat ja so 68 HP oder sowas Ja, gehabt. also nee, der hat definitiv schon Bodyhit gehabt. Ja, das heißt, dann kostet ja die Head Armor ist oder so wieder 1000. Ja, das stimmt sich. Aber zumindest hätte er sich noch Nades kaufen können. Also Ja. das ist natürlich Ich wäre nice. trotzdem nicht so 2 gegen 2, du musst auf die Runde gehen. Du hast zwar nur noch ein paar Sekunden, wenn du die Gegner killst. Erstens kriegst du Confidence in der Pistol, zweitens kriegst die Gegner, also haben die Gegner dann halt auch Sachen zum Nachkaufen. Es war nur noch wenig Zeit auf der Uhr, ich weiß nicht, ob Akid unterwegs war, aber ich werde im 2 gegen 2 wäre ich da auch noch fix drauf gegangen. Kit ist sogar noch unterwegs in dem Fall. Okay, ja, dann hätten sie die Runde ja auf jeden Fall noch gewinnen können. 13 Sekunden haben sie da, wo sie sagen, sie spielen den Retake oder wo sie so weit sind, dass sie wirklich schon im Fight sind. Wenn sie beide das M-Duell gewinnen, haben sie die Runde. Ja. Also ich wäre auch nicht zurückgegangen an seiner Stelle. Ja, und was Hans-Bär gerade schreibt im Chat, was absolut richtig ist, hat Exist, hat das glaube ich letztens angemerkt auf Twitter, dass alleine durch den, wenn du savest in so einer Situation, kriegen die T's ja nochmal jeder 250 mehr. Weil Bomb plant und save, also quasi dadurch, dass die Bombe explodiert, kriegst du ja mehr Geld. Und wenn du das hochrechnest auf die gesamten T's, dann sind es halt 1250. Was halt für jeden eine Nade mehr Safen ist. bringt dem Gegner mehr Geld. Das verstehe ich nicht. Magst du mir es noch einmal erklären? Also, wenn jetzt in dem Fall, ja, wenn jetzt die CTs gesagt hätten, sie saven, dann bekommen jetzt am Ende der Runde, dadurch, dass sie alle gestorben sind, bekommen sie jetzt hier 3250, glaube ich. Ne? Ja. Wenn sie jetzt gesaved hätten, hätten sie 3500 gekriegt. Weil Bombe explodiert ist. Also wenn die Bo Tees, okay. dann kriegen die T's 3500 und dadurch haben sie natürlich mehr Utility, die sie kaufen können. Deswegen ist halt in Okay. der Pistol Round zu saven nicht so die optimalste Variante. Aber Also generell. so war das. Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das war gerade ein bisschen schwierig ausgedrückt. Ja, aber dann bleiben wir doch erstmal bei der T-Seite von Eternal Synergy, auch wenn die jetzt nicht so viele Runden geholt haben. Was da? Also am Anfang, da jetzt hat man die Runde ja verloren. Und dann einfach nur ein Glock Rush Short ist das mit einer Flash und einer Smoke noch. Und achso, sorry. Da wäre der Free Look besser gewesen. Weil die CTs boosten einfach und Ja. er hat halt perfekt, also ist nicht blind, kann dann zwei Kills Da ist machen. gar kein Flash kommen, oder? Ich weiß gar nicht, sie hatten eine Flash. Es kommt. Ja, die wird jetzt geschmissen, ja. Eine Flash wird geworfen. Wer hat die? Achso, hat doch Hier. zwei Flashes, okay. Er hinten hat die Flash und wirft die auch. Da oben fliegt sie, aber also die explodiert halt so schlecht, dass die nicht wirklich viel macht. In dem Fall. Achso, und der war noch nicht oben. Ja, Die kann den also. gar nicht treffen. Jetzt ist er oben. Flash Aber die machen auch explodiert. den richtigen Boost. Was viele Teams noch falsch machen, ist, dass man bei den Sandbags ganz oben steht, man croucht und dann halt noch einmal springen muss. Aber die, wenn du bei den Sandbags so einen halben Step runter gehst, dann stehst du niedriger. Der geboostet werden soll, geht halt auf die höheren Sandbags, also das sieht man es eh. Und dann muss der untere gar nicht crouchen, sondern bleibt gleich stehen und dann bist du halt direkt oben. Dann Ah, sparst okay. dir einen Jump. Ja, und du bist halt auch nicht treffbar von, also für ein Ja, Wallbang, oder? genau. Du, ja, nee, erstens nicht so gut. Treffer, das stimmt, man kann ihn schon treffen, so ist es nicht. Aber du bist auf jeden Fall ein bisschen weiter links. Und wie gesagt, wenn der Krein jetzt hochspringt und gecroucht ist, sieht man ihn nicht. Und dann kann er einfach jederzeit aufstehen, wann er will. Und es gibt halt viele Leute, die stehen halt höher. Da, Ja. die stehen halt höher.
Und dann muss halt, ist halt der untere Mann gecrouched und dann musst du halt noch einmal springen, damit der untere Mann aufsteht. Und in der Zeit siehst du ihn halt immer. Ja, nee, aber das ist perfektes Timing. Also kriegt halt die Flash nicht ab. Und dann können sie da die Kills setzen. Und ja, ist halt eine easy Runde. Also. Aber finde ich, ist auch ganz nette Pistol-Taktik von Eternal Synergy, da zwei Flashes zu kaufen, einmal dort zu flashen, einmal von hinten auf Side. Kann man probieren, wenn man da, wenn sie die Gegner vielleicht drei Richtung A spielen in der Runde und zwei B und man gut tradet, kann man schon zu einem Bomb-Plant kommen. Da jetzt nochmal spielt man halt ein Default. Halt das ganz normale Default, würde ich sagen. Ja, genau. Drei Richtung Mitte, einer Con, einer B. Und gleichzeitig, aber hier auch schön der Molly von ihm am Anfang rübergeworfen und dann gleich noch der Spam dazu. Ja, genau. Und dann kriegt er sogar den ersten. Ach so. Ich glaube, das eröffnet sogar die komplette Runde gleich. Also kriegt Aber dann ist einen. auch nicht schlau, da in dem Molo zu pushen, weil der Löschen ist viel zu spät. Ja. Da waren sie sich nicht einig, anscheinend wer löscht. Ja, und Also bei den CTs. Defendix hier auch mit einem sehr, sehr passiven Engel im Korn. Ja, dann pushen sie halt Mitte rein, das ist halt unlucky. Mitte rein, drei Leute warten da, müssen halt Informationen sammeln. Frage ist, glaubst du, na, ja, ist echt schwierig. Wir sind da auch gerade am Diskutieren im Team, wie dann das richtige Infoplay ist. Weil wenn du in Unterzahl bist als CT, musst du natürlich ein Play machen, normalerweise. Oder du stackst halt eine Seite, die zwei Möglichkeiten hast du, weil sonst verlierst du die Runde. Wenn es 2-2 stehst, kannst du die Map nicht halten. Ja. Und brauchst einfach Infos. Und die zwei waren einfach nicht, also wenn man noch einmal zurückspult, der Toilet-Spieler plus der Mittelspieler waren einfach nicht in Position, gerade ein Play zu machen. Sie wissen, dass einer bei Fountain ist. Das hat der Scout-Spieler gesehen. Jetzt müsst ihr es gleich sehen. Und Tim F steht da close. Das ist schon klar, der war in Contri und kommt gerade hoch. Aber ich glaube, dass das Richtige wäre, der geht zurück. Entweder ein B-Spieler rotiert nach A hoch und er probiert später noch einmal Infoplay. Oder man rotiert als A-Spieler komplett auf die Seite zurück und schickt einen von den B-Spielern, von den A-Spielern nach B und macht dort zu dritt das Infoplay. Weil da, Friedan hat keine Flash, der kann da nicht rein supporten und mit einer MP da reinswingen auf Fountain mit wahrscheinlich den schlechteren Waffen ist einfach kein schlaues Play, meiner Meinung nach. Er hat Also sogar eine aggressives. Flash. Ja, Frieden hat eine Flash. Ja, Friedan hat sogar hier in dem Fall jetzt eine Flash gleich. Aber verschießt halt den jetzt holt er die Flash raus und ich glaub, ja, und die Flash, also in dem Moment, er kann ja keine Flash mehr werfen, die Ja, irgendwie genau, er richtig was kann es halt bringt. nicht mehr machen, ja. Und dadurch ist es halt dann. Ups. Wie habe ich das jetzt? Sorry. Ja, und dann bringt die Flash halt nichts. Also die poppt ja da hinten. Klar, sie Ja, blindet hier JP, aber das ist ja. es war einfach überhastet, schlussendlich. Das passiert auch vielen Teams und passiert uns auch so oft, dass man einfach mal verliert einen Spieler, es ist noch 1:20 auf der Uhr und man will instant das Infoplay machen, was halt ab und zu nicht geht. Ab und zu ist es natürlich stark, wenn du schnell respondest und den Gegner off guard erwischt. Aber in dem Fall waren weder B war bereit für ein Counterplay, weil B Short ist höchstwahrscheinlich niemand, weil halt gemollot war und da gespammt wurde. Und die A-Spieler sind auch nur zu zweit. Das heißt einfach zurückfallen einmal, Raum aufgeben, ein Dreiergrüppchen bilden und mit der Dreiergruppe irgendwo angreifen, wo halt einer Flash hat und die zwei anderen reinflasht. Okay.
Aber genug, glaube ich, zu der Szene. Sorry, ich muss gerade fürs Spiel später, da hat jemand ein kleines Problemchen. So. Ja, jetzt hier auch, die bauen auch wieder gleich auf eigentlich. Diesmal keiner im Korn, aber sie haben halt immer einen, der B lurkt. Ja. Finde das auch gut so. Also ich würde, wir spielen das auch meistens so. Was ich ganz gut finde von den CTs, wobei es eigentlich in dem Fall schwierig. Du hast drei, du hast vier Leute, also 6B, ja. Und er kommt halt mit seiner Mac 7 vor und nimmt Short ein, aber hier haben sie so ein bisschen Support am Anfang. Aber ab dem Zeitpunkt bringt dieser Boost nichts mehr. Sobald er Short eingenommen hat, ist halt der Boost quasi verschwendete zwei Spieler. Und dann verlieren sie halt dann den Frag, lösen das auf. Und dann geht's nach A und ja. Gibt's nichts groß zu sagen. Ja, es war halt ein Counter-Strat. Sie haben drauf gehofft, dass die B Short einnehmen und sie da wieder gemeinsam stehen. Hat ja schon einmal gut funktioniert mit dem Boost. Da haben wir Mac noch mit reingeschickt. Ich finde das Play schon okay und das ist, dass sie den Boost auflösen, so wie du gesagt hast. Boost bringt dann halt nichts mehr. Ja. Schlussendlich war das schon okay, glaube ich. Ja, diesmal. Für Laufrunde. Diesmal spielt man halt B Go an. Oder halt zumindest B-Kontrolle. Nur mit der Orb hier auf A. Oh, ich glaube, das Timing ist gut. Sieht man das? Ja. Es ist halt sehr unlucky, dass er von seiner eigenen, also von der Teammates Flash geblendet wird beim Peeken. Ah. Kannst du mir noch einmal die erste Flash zeigen, die der Tim F wirft? Die von Tim F? Ja. Oh, na und also einfach nur wo sie poppt. Wann wirft er die? Da. Jetzt. Er wirft sie in den Rücken von ihm. Also es ist erst die zweite Flash. Oder. Dann gehen ja genau, mach nochmal Vogelperspektive ein bisschen zurück. Da? Dann noch ein so. Bisschen zurück. Ja, so wie wir es gerade. Ja, oder so, ja. Wann explodiert die erste Flash? Jetzt. Er explodiert jetzt. Aber na, hat Team F hat ja erst auf Reaktion von den Gegnern eine Flash geworfen, oder? Nee, geh noch ein bisschen weiter zurück. Ich glaube, die ist. Also ich glaube eher. Jetzt müsste gleich der Flash explodieren. Nee, aber ich glaube. Ah, hier kommt da. F, ja. Ja. Die Flash und? Ist zu kurz von Team F. Mhm. Aber in dem Fall weiß ich gar nicht, ob du eine Flash unbedingt brauchst. Weil es kommt ja die Flash raus, diese Fake Flash eigentlich für lang, sag ich mal. Ja. Und es kommt aber niemand hinterher, weil sonst, er wird ja umgepusht werden sonst. Oder er hat Kontakt auf jeden Fall. Und er hat keinen Kontakt, hört Leute. Und eigentlich, wenn er da einfach nur umher sneakt, er wird ja nie umdrehen. JP der King wird nie sich umdrehen. Und nur durch die Flash kommt er überhaupt auf die Idee, sich wieder umzudrehen. Ja. Wobei, eben jetzt fällt es mir erst auf, Team F hat die Flash halt nur deswegen geworfen, weil er gedacht hat, oh, mein Mate wird vielleicht gleich umgepusht. Ich werfe ihm noch Combat Flash in seinen Rücken. Ja. Damit, wenn er den ersten killt, der Refrager komplett weiß ist. Das heißt, dafür war es wahrscheinlich nicht blöd. Hm. Ja, und dann holen sie sich da halt die Kills. Geht's dann nach A oder B? Das ist jetzt die Frage. Macht halt ein bisschen Stress Richtung A, aber eigentlich baut man Richtung B auf. Wo ist die Bombe? Ja, Bombe ist auch auf dem Short-Spieler. Ist aber noch knapp. Ui. Na, er wartet halt den dritten Spieler nicht.
Naja, also doch, ich glaube schon, dass der gewusst hat, dass der von oben kommt, weil er hat ja einen Mate vorher noch gekillt. Ja, aber wenn du schaust, wo er hinschaut, zumindest. Wir können es ja mal einfach aus seiner Sicht gucken. Okay, er schaut da hoch, holt sich die Waffe und dann will er da erst noch Molly. Ja, okay. Ja, der macht 3 Kills und macht so einen blöden Fehler, was der aufgehört hat. Das ist sehr unlucky. Weil der hat gewusst, dass der von da oben kommt. Oder seine Mates müssen ihm das sicher reingeschrien haben in Ja, sein Headset. er hat ja sogar da hingeschaut, das ist ja. Ja, steht dann offen für Heaven. Ja, hier der Mitte-Push, wo die Nades leider gar keinen Schaden machen, oder fast keinen Schaden. Ja, wir können ja mal auf die. Wir können jetzt mal switchen und schauen uns hier mal Vanity Pro an. Die Pistol Round hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Wer hat denn die M4? Die M4 spielt man jetzt B, geht man zu Field B und nur den einen auf A. Macht halt auch Sinn. Und die M4 auf dem Boost, ja. Also. Holt sich da auch einen Shot auf A, Jump da, um Infos zu holen. Und es reicht auch schon, um die Gegner B kommen zu lassen. Ja. Finde ich auch ganz gut. JP, der King, hat er jetzt schon Half HP, wie ist das passiert? Oder schaut es nur so aus? Doch, der hat irgendwo HFHP. Hier, da, die pieken Monster Liegt da rein. rein. Das ist. Das Sie haben halt versteht nicht er ist ganz. zurückgefallen, hat nur die Jumpspot-Info und dann gehen sie halt auf Information Play da. Verstehe nicht ganz, weil sie stehen zu viert auf B. Sie wollen ja, dass die Gegner B reingehen. Da würde ich einfach nichts. Wichtig ist, dass du da halt irgendeinen leichten Winkel nimmst, irgendeinen, oder du stehst off Angle, sodass du halt mit dem Deagle einen Shot nehmen kannst und halt, dass alle vier dann gleichzeitig fighten können. Wurscht, ob sie jetzt Monster oder Short rausgehen, dass die wirklich richtig tief auf Side committen. Der A-Spieler macht eh viel Präsenz. Find's da komisch, dass JP der King reinpiekt. Weil dafür spielst du ja einen Stack, dass die Gegner wirklich dorthin laufen, wo du bist. Und deswegen solltest du dich dort eigentlich überhaupt nicht zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein ist, es passiert nichts und dann will man doch mal reinpieken. Weißt du, das ist halt so ein Leichtsinnsfehler. Ja, genau. Ja, und dann kriegt man sogar den ersten Kill mit der M4 und rotiert dann die M4 in Heaven hoch, okay. Ist okay. Ja, Also, man. außer sie wissen da, dass sie Short kommen. Dass sie, Entschuldigung, ja, über Short Monster kommen. Ja, also sie wissen ja, dass 2 Leute vorher auf A noch oben waren. Das heißt, dass Short dann als nächstes angespielt wird, ist ja relativ wahrscheinlich. Und dann läuft es auch ganz gut. Ja, haben das auf jeden Fall gut gemacht. Ja, also, JP der King hätte ich in seiner Stelle nicht gepickt, aber alles andere war genauso, wie man sich das vorstellt. Ja, und jetzt hier TS rushen halt einfach Mitte. Kommen aber sehr weit bis zum ersten Kontakt. Ja, die spielen ein interessantes Set. So, na, eigentlich ja doch. Da hält die Orb Richtung Party und der andere hält Toilets. Ja, Wird halt komplett gepunished dadurch, dass alle durch die Mitte gehen. und dann kriegt sogar Crane den ersten Kill da. Aber er kann aufräumen. War Und nicht das Setup des Gutes, sondern das Aim vom Spieler, von Ice-T. Ja, also Chip, wer ist das? ja. Ice-T. Chip-T. Er trifft halt zwei Ja. Headshots noch. Und dann fast sogar noch den fünften, wenn er da abdrückt. Also, das ist einfach eine gute Runde Aber gewesen. da sieht man einfach, dass auf unserem Niveau schlussendlich Taktiken sind egal, solange du gegen den Kopf schießt, kannst du machen, was du willst. Ja, das stimmt. Jetzt hier nimmt man halt am Anfang gleich schön Mitte ein. Fountain. Oh, lässt man das jetzt offen über Kron? Okay, ja. Also T ist Executen auf B und dann. Und das sind die HEs, oder die sie da wegspringen, oder?
Da jetzt? Ja. Gute Frage. B-Side. Oh, dass man da sich so leicht verklickt. Nee. Oh nein, okay. Hat aus der Vogelperspektive ein bisschen anders ausgehört. Ja, und dann räumen sie es halt hier auf. Das ist. Ja, was ich ganz interessant fand, es gab halt dann später, am Ende vom Game, fängt Vanity Pro an, ziemlich viele Runden zu gewinnen. Und was mir aufgefallen ist, ist einfach das Eternal Synergy. Wir haben ja jetzt die Runde gerade gesehen. Das war jetzt die, oder? Ne, die danach. Wir haben diese Runde gesehen, wo sie Mitte einnehmen und dann sich da die Kontrolle holen. Ja. Und in der darauffolgenden Runde versuchen sie es halt wieder und werden halt zurückgedrängt. Und wieder da gepunished bei ihrem Player in der Toilette. Wird geboostet, oder? Ja, da wird geboostet. Und wieder hat er halt das Aim dann. War aber auch gut, also dass man da schaut auf den Boost. Nicht so schlecht, dass man das auf dem Schirm hat. Ja. Was machen sie in der Runde? Also was mir halt aufgefallen ist, ist eigentlich, dass sie dann aufhören, A, wirklich Kontrolle zu spielen. Auf Lang oder Mitte, irgendwie Contact. Was halt die Ts dann sehr schön ausnutzen eigentlich, dass sie sich immer am Anfang die Kontrolle holen, die normale Map-Kontrolle, die du halt brauchst, und es dann einfach dadurch enden, dass sie die Kills auch kriegen. Bis sie dann in Runde 25, das fand ich das Interessante, Runde 25 entscheidet man sich dann doch mal über lang zu spielen. Das können wir uns mal anschauen, weil das ist dann die erste Runde, die man wieder gewinnt. Kommt halt jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob eine Flash kommt. Ich glaube nämlich nicht. Piekt einfach drei rum. Gewinnt das Aim-Duell. Und ab dem Zeit. Ja? Da ist Team F auch ein bisschen eingeschlafen. Der hat nicht damit gerechnet, dass der wegkommt. Oder beziehungsweise. Aktiv waren die nicht mehr ganz da. Ja, und also vor allen Dingen ist es halt jetzt. Du hast halt hier schon die B-Kontrolle eigentlich. Was der Bereich gehört dir ja eigentlich. Und du könntest auf B exekuten, hast aber jetzt deine Orb da oben gepunished und die Bombe liegt, glaube ich, noch hinten im Spawn. Und ab dem Zeitpunkt ist das halt nur noch der Versuch, überhaupt erstmal die Orb da hinten wieder zu befreien. Und man bricht es halt komplett auf, das Setup. Und dann ist hier vorne Adonzio, kriegt halt dann auch noch zwei Kills. Wobei ich das ziemlich kritisch finde, da einfach den Spieler alleine zu lassen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, weil. Adonis, dass Adonsio da allein bleibt. Ja. Ja. Also ist immer schwer zu sagen, schau, wenn du einen Read hast, dass die jetzt B enden, ja. Dann finde ich das schon okay, dass du sagst, du holst den einen A-Spieler da zurück. Wir haben jetzt in Überzahl und lässt einen passiv, also einen auf A, weil der steht da ja wirklich nur im Eck. Der hat schlussendlich hat er schon zwei Winkel, die er abaimen muss, aber es gibt einen, der wo es früher kommen kann und einen, der später ist. Es ist ein risky Play, finde ich, aber es kann sich auszahlen, wenn man so wenn man altes Astralis anschaut, wo Device noch dabei war, ist Device ganz oft einfach allein in den Toilets gelassen worden und hat dort herum gecreept praktisch. Und halt Leute, die da herumschleichen, mit seiner Orb abgefangen. Natürlich ist das mit einer Orb ein bisschen was anderes als mit einer Rifle. Ja, wenn du da einen starken Rifle hast und du vertraust in dem, dass der zumindest die leichten Headshots trifft, wirklich immer, dann finde ich das nicht so schlecht, wenn du da einfach einen stehen lässt, der dort richtig annoying ist und du einen auf B-Heaven rotierst und dort zu viert stehst, weil du die, also halt nur dann, wenn du die Vermutung hast, dass sie B enden. Und haben sie schlussendlich auch nicht so schlecht geredet, weil die alle anderen drei vor B gestanden sind. Dann kommt Adonzio eben in den leichten Fight, kriegt den einen, den er machen muss, wenn du sowas spielst, was dann schon reicht, dann bist du wieder im 4 gegen 3 und kannst rechtzeitig rotieren und holt dann noch den zweiten und dann ist die Runde eh gebacken. Ja. Und wenn er dann
so, wenn er dann, er wirft jetzt hier eine Smoke, wenn er dann da einfach stehen bleibt und wartet, weil er hat ja eigentlich 30 Sekunden noch auf der Uhr, muss da ja nicht weg unbedingt, hat Langkontrolle und Short hört er ja eigentlich und sein Teammate ist ja eh auf A. Dann, also dann haben sie noch nicht mal eine Chance, noch zu enden, würde ich behaupten. Weil so müssen sie sich halt erst dann noch drum kümmern, weißt du? Dann müsste ja Ja, hier ja. der vorkommen, reinschauen, der müsste irgendwie durch die Smoke versuchen, Play zu machen. Das ist sehr risky dann. Ja, dann gehen wir mal in die nächsten zwei Runden, das sind halt dann die letzten Runden. Und in dem Fall dann Vanity einfach für ein schnelles A-Play gegangen. Was ja auch absolut die richtige Entscheidung ist. A-Play, B-Play, sorry. So funktioniert. Gehen da einfach trocken raus. Natürlich, jetzt kommt eine Flash über Monster. Aber sonst. Flash. Sind halt auch fünf Leute, da hast du ja, also du hast so viele Ziele vor Augen. Hast ja quasi keine Chance. Das würde ich nicht sagen. Also vor allem so früh in der Runde, ist praktisch alle Teams, die ich kenne, auf Overpass. Stehen bereit mit einem Spieler, der Monster flashen kann und dort zwischen Toxic Barriers und Pillar smoked. Also steht dann oft im Wasser auf B. Und irgendein Monsterspieler steht entweder bei Toxic, springt er herum oder steht bei Pillar. Und wenn der Contact hat, kommt sofort die Flash, der hat die Flash in der Hand von dem Spieler und es werden alle fünf Gegner weiß. Und wenn du dann reinswingst als CT, holst du dir zwei Leute, dann stehst du zu dritt und die anderen schießen den Rest um. Das heißt, ich finde so einen B-Pop, wie sie den gespielt haben, funktioniert einmal von fünfmal. Weil das war meiner Meinung nach kein guter B-Pop. Schau, die stehen da zu fünft in einer Schlange, in einer Linie. Ja. Die ersten drei werden fix weiß. Phoenix steht, also ich verstehe das Setup nicht ganz, warum Phoenix da vorn steht, weil der covert seine Mates nicht, wenn die Monster pushen und die schauen ja zu zweit Richtung Short, glaube ich. Also, ihr müsst eigentlich da so Beziehungsweise, stehen, oder? ja genau, der müsste auf Toxic stehen. Ich würde an seiner Stelle, du kannst dir Toxic ganz hinten jumpen, Ja. sodass du dein Head da gegen die Decke bounce, sodass du nur ganz kurz gesehen wirst. Dann gibt er denen Info, dass da wer kommt und dann kommt eine Flash und der ganze Go ist tot, weil alle weiß sind. Da geht keiner Anti-Flash bei den Ts. Und Phoenix ist da halt close. Es gibt jetzt 1 gegen 1, oder halt, sind sogar zwei, die ihn picken, dass er verliert und dann ist es natürlich vorbei. Ja. Ja, ab dem Zeitpunkt komplett verloren. Ja. Da fand ich sehr interessant, ihr habt nämlich auch so eine Runde gespielt. Wo ihr auch rausgeht und dann, ich glaube, Execution steht hier mit einer Orb, also da steht da eine Orb. Kurz zurückgehen. Da eine Orb, dann steht hier nochmal eine Orb. Und ich glaube, Heaven kommt dann auch noch später die Orb. Und dann sind es halt. Und ihr verliert die Runde quasi einfach nur dadurch, dass so viele Orbs da sind, die alle ein freies Schussfeld haben. Ja, und dass bei uns leider Alex gefehlt hat und die richtigen Flashes fehlen, weil wir machen halt sowas, so wie sie es machen, wir stellen uns dahin. Aber wir haben einen hinten, der Heaven smoked. Der smoked Heaven und das ist quasi der Go. Dann gibt es eine Nasenflash, also nennen die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die explodiert direkt vor der T-Röhre für alle, die close stehen. Also die bei Also, Reader noch ein bisschen weiter da vorn. oben, Ja, oder? genau. Na, noch ein bisschen weiter draußen. Die explodiert da und mit der poppen wir praktisch durch die Smoke. Aber unten, also die fliegt durch die Röhre wirklich durch. Achso, du wirfst die quasi wirklich durch und die explodiert hier so. Ja, genau, die Ah, explodiert da. okay. Das für alle, die halt close spielen, die links spielen, damit die weiß sind. Dann kommen wir da raus im gleichen Moment oder halt eine Sekunde später explodiert die Flash, mit denen sie auch da spielen. Also die altbekannte Monster Flash, die man halt immer wirft. Und dann im nächsten Moment gibt der Heaven gesmoked hat, also es gibt zwei Leute, die Utility werfen und drei, die rausgehen, Ja. eine Flash, die hinter Pillar explodiert, also hinter dem fetten Ding da, Also hier die so. stört dich nicht. Ja genau, die stört dich als T Ah, nicht. okay.
Und dann kannst du halt raus. Und Alex ist halt der, also die ist echt schwierig zum Werfen. Das ist so ein Running Throw, da gibt es keinen Fixpunkt, damit es schnell genug geht. Die fehlt uns dann halt. Und das ist die Key Flash, weil die macht halt alles weiß und du kannst kämpfen. Und dann hätten uns die Orbs auch nichts ausgemacht, weil die einfach weiß sind. Die können uns weiß nicht umschießen. Ja. Aber ja, das sind halt so kleine Set-Pieces, die halt auch wirklich dann stimmen müssen. Dann schauen wir noch die letzte Runde, würde ich sagen. Ja. Boah, ist fast eine Dreiviertelstunde schon. Ja, in der letzten Runde, was macht man da? Ist man noch so ein bisschen unentschlossen, was man macht. Geht dann in den Con rein, verliert sogar den First Track, aber er ist halt durch den Molly, hat er keine Chance, wieder zurückzukommen. Also das ist halt auch, ich finde, wenn du in den Con reingehst, musst du entweder darfst du nicht facen, wenn Molly kommt, außer du hast eine Orb und kannst halt einmal schießen und weglaufen. Weißt du? Oder du musst halt zu zweit reingehen, dass jemand dir da löschen kann, dass du zurückfallen kannst. Weil so hat er ja keine Chance, da wegzukommen, wenn Molly kommt. Und er entscheidet sich ja rein zu pieken, weil er sich denkt, das wird keiner erwarten. Und dann Ja. da jetzt wieder zurückzukommen, keine Chance. Vor allem jetzt piekt sogar noch einer, also. Ja, wobei, wie oft hat Vanity Pro wirklich zwei Leute im Con gespielt? Weil das zwei Leute im Con sind. In der Es Runde. gibt Teams, die immer zu zweit durch den Con gehen, aber es gibt auch Teams, die halt praktisch immer alleine da drin Ja, stehen. also hier sind es auch wieder zu zweit, auch wenn der eine wieder ein bisschen später kommt. Also eigentlich haben Vanity, ja, in der Runde jetzt mal nicht. Geht der mit runter? Ne. Ja, also ich spiele es halt unterschiedlich, das stimmt schon. Ja. Das heißt, also wenn du dich confident fühlst, ich finde das Play spielbar auf jeden Fall, aber du musst halt, so wie du sagst, wenn nur zwei sind, ist es Kacke. Dann hast du einen Fehler gemacht, weil dann ist es 4 gegen 4 und das ist auf jeden Fall für die T's ein Vorteil. Aber dass du Ja. einmal gamblest, dass der allein ist und wenn du sagst, du schießt ihn um, dann ist es schon, kann man es schon irgendwo vertreten auch. Aber auf jeden Fall, er kriegt den Kill, wird halt gerefragt und dann ist halt der Gamble und der JP, der King, wird dann da auch alleine gelassen. Ist halt auch schwierig für ihn dann zwei Engels zu halten. Ist halt eine spannende Entscheidung, dann einfach Short zu gehen, wenn man Connector schon verloren hat. Also, das ist halt dann die Frage, aber. Ja, und dann wird man halt einfach überlaufen. Ist halt. Hat nicht die Utility, nicht die Waffen. Naja. Aber das war jetzt sehr interessant von dir. Weiß nicht, ob ich so viel also Neues oder Interessantes sagen habe können. Einfach nur meinen Senf dazugegeben. Ich fand's gut. Sehr gut. Ich finde das immer sehr interessant. Deswegen, vielleicht kriegen wir mal demnächst noch wen anders, der hier vorbeischaut. Ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil es mir halt auch interessiert, was die anderen Teams so sagen, vor allem zu den Struts. Und also ich lege schon relativ viel Wert auf Struts und Spacing und Refragging und sowas. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig. Schlussendlich ist es immer viel leichter zu sagen, ja, das hätte man so machen sollen oder ja, das hätte man so Sachen machen sollen. Dann schaut man sein eigenes Replay an und dann denkt man sich, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Aber du hast halt viel weniger Informationen und du musst alles innerhalb von einer halben Sekunde, wenn du Langzeit hast, entscheiden. Und da passieren dann halt Fehler. Sowas musst du einfach immer wieder üben und immer selbst dich an der Nase fassen und sagen, na, da muss ich auf meinen Mitspieler warten oder na, da muss ich schneller vor, damit das Spacing passt, damit das Refragging passt. Oder da habe ich jetzt ein Nate in der Hand, obwohl ich gepiekt werden kann oder was weiß ich. Sind halt 100.000 kleine Fehler, die du machen kannst, die in einem Spiel überhaupt nicht gepunished werden, weil halt du die Smoke in der Hand hast für 2 Sekunden und niemand piekt dich. Und dann hast du einmal Smoke in der Hand für eine halbe Sekunde zu lang und genau in dem Moment wirst du gepiekt und wirst dafür gepunished. Deswegen würde ich halt auch allen immer empfehlen, wenn sie ein Game analysieren, dann nicht das Game, das sie gewonnen haben,
sondern das, was sie verloren haben, weil das zeigt dir oft dann deine Fehler auf, die dann auch wirklich gepunished worden sind. Weil wenn du gewinnst, machst du meistens trotzdem gleich viel Fehler, sie sind nur nicht gepunished worden. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst, dass du hier deine Expertise bzw. einfach deine Meinung ein bisschen auch abgegeben hast, geteilt hast mit uns. Ja, Und danke für die Einladung. immer wieder gerne. Für mich geht ja jetzt Demo-Analyse weiter im Team. Wir haben jetzt ab 7 Uhr Training und heute ist ein Strat-Tag, also wo wir vorher gemeinsam eine Demo analysieren, weil es bei uns jetzt auch ein Spiel gegeben hat, wo wir ziemlich auf die Fresse bekommen haben und wir da einfach erst einmal auf einen Nenner kommen müssen, wie wir die ganzen Fehler quasi wie wir probieren, die halt zu. Nee, ist jetzt Unterbinden. fällt mir das Wort nicht ein. Sie auszubügeln. Ja, genau, auszubügeln und damit wir halt alle an den gleichen Strang ziehen, weil, wie gesagt, Fehler sind nicht gleich Fehler, sondern wenn das ganze Team praktisch das Gleiche macht und du bist der Einzige, der in die andere Richtung arbeitet, kann trotzdem ein, zu, unter Anführungszeichen, richtiges Play ein Fehler sein, weil du halt einfach in die andere Richtung arbeitest als dein Ziel, als dein Team, ist auch ganz interessant. Und genauso müssen wir uns jetzt auch unsere Demos anschauen. Aber ja, noch einmal danke für die Einladung. Bin wieder ein bisschen abgeschweift. Und ich glaube, du machst ja jetzt noch ein bisschen alleine weiter. Wünsche dir noch viel Spaß dabei. Also, wenn ich da richtig informiert Ja, bin. wir schauen uns jetzt nochmal noch eine zweite Demo an und auch von Overpass, aber diesmal von einem anderen Team. Ja, genau. Und ich werde mich verabschieden, weil ich habe leider keine Zeit mehr. Aber vielen Dank und viel Spaß auch an alle Viewer. Man hört sich. Danke, Tschüss. ciao. So, und wir schauen uns jetzt die Demo an von. Wo haben wir sie denn? Von Divine gegen Wuptrox Academy. Das Ganze einfach aus dem Grund, dass Divine gleich noch spielen wird gegen Evo Play. Und wir dann gleich so eine Überleitung haben, weil sobald der Cast dann beginnt, werdet ihr das dann auch sehen dürfen. Jetzt hat mal wieder die Aufnahme nicht gewechselt. Düdüdüdüt. So, natürlich hat es noch nicht gewechselt, weil ich nicht so gemacht habe. Das ist natürlich dämlich von mir. Jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt. Das ist natürlich auch sehr praktisch, dass Skybox da nicht mehr den zweiten Bildschirm anzeigt. Dann müssen wir das mal kurz so. So, es tut mir leid. Jetzt wollte ich euch nämlich eigentlich wieder den Bildschirm zeigen, den wir vorhin die ganze Zeit hatten. Aber. Warum auch immer, findet ihr den gerade nicht mehr. Dann werden wir das erstmal uns so anschauen in dieser Übersicht. Dann seht ihr all den Schmarrn, den ich die ganze Zeit nebenbei drücke. Und ich schaue mal ganz kurz, ob ich es vielleicht doch noch gefixt kriege. Deswegen einen kurzen Moment bitte. Ups, vielleicht. So, ja.
Dann haben wir es doch hingekriegt. So. So, da sehen wir jetzt die Vine gegen Whoop Trucks Academy, beziehungsweise mittlerweile heißen die nicht mehr Whoop Trucks Academy, sondern es ist Poseidon Future. Die haben die Orga gewechselt. Was wird denn hier gespielt? Ja, am Anfang, Divine spielt in diesem Fall einen ganz einfachen A-Lang-Play, während Vuptox Academy sogar mit dem 4-Mann-A und einem B-Retake spielt. Und jetzt hört man natürlich da, dass der kommt. Und dann können wir mal schauen, wie es aussieht auf Stopp A-Lang. Felix hat dann da Aim, kriegt von typisch Bär noch Unterstützung und kann zwei Tracks setzen. Natürlich kann ich auch mal ganz kurz das andere erklären. Es ist so bei für den lieben Glockwell, der fragt hier gerade. Das können wir einfach einmal zeigen. So, wenn du nicht so, sondern so und dann so. So, wenn du nämlich jetzt hier beim Spielen auf dein nächstes Match gehst, was heute wir sind in der Gruppe B, das ist Divine gegen Evo Play. Und dann ist es so, dass am Anfang hier in der Mitte dann stehen wird Line-Up-Auswahl und dann kannst du da einfach dein Line-Up auswählen. So wie du das halt hast. Also du kannst die einzelnen Spieler auswählen und dann einfach auf Bestätigen drücken und dann wird das hier gewechselt. Und die Spieler, die dann da eingetragen sind, sind dann auch nutzbar für das Spiel. Das ist so die einfache Zusammenfassung davon. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Dann wechseln wir wieder zu Skybox. Und haben dann jetzt hier noch die Runde. Ich muss hier noch ein paar. Denn ich persönlich bin ein Freund von dieser Ansicht. Die ist ein bisschen simpler. Eigentlich müsste das einfach aufploppen am Anfang vom Game. So, also, sorry, habe ich nicht ganz aufgepasst. Man verliert am Anfang das Engagement auf Lang und entscheidet sich dann dementsprechend. Boah, hüpft das hier rum. Man verliert am Anfang Engagement auf Lang, ist dann 4 gegen 2 Situation und man fällt jetzt hier komplett hinten zurück und bewegt sich Richtung B-Side und ist genau der richtige Call, weil da ist noch keiner. Und dann macht man. Die CT ist aber genau das Richtige und boosten zum Retake. Und er kann dann Heidi hier einfach rausnehmen. Und Nielsen halt auch noch mit dem Frag. Wir können uns ja jetzt mal anschauen, das war die Pistol Round von Divine, wie Vuptrox das spielt, weil das finde ich immer sehr interessant, wie die gegenseitig halt die Runden anders spielen. Ja, und jetzt Divine spielt hier so ein Standard mit den drei Leuten, die die Mitte halten und dann zwei Leute,
die auf dem Boost wahrscheinlich spielen. Ja, da boostet man. Und Nielsen ist hier nur als Ablenkung von Poseidon Future, sorry. Die benutzen ihn nur als Ablenkung. Er wird hier nach oben geschickt und kriegt sogar echt viel Freiraum. Hat dann da dann das Engagement, wird gefragt. Und dann muss man natürlich auf B gehen, weil ab dem Zeitpunkt sind die CTs ja auch. Man hört hier keinen weiteren Spieler, man wird nicht gerefragt oder so. Und da vergehen dann sogar fast 10 Sekunden, bevor es dann auf dem B-Spot überhaupt was passiert. Und dadurch kann dann die Rotation kommen. Und ja, zwei Spieler aus dem Connector raus, die sogar den Frag setzen können, aber halt gleichzeitig hat man CT eingenommen und hat dadurch die perfekte Retake-Position. Vor allen Dingen der Bomb Plant ist auch so, dass man keine Chance hat, den zu defusen von oben. Also ohne Cover von oben. Und dann haben sie sogar noch einen Molotov, durch den noch nicht mal landet. Auch interessant, man hat jetzt hier die Follow-up-Runde verloren. Oder? Nee, man verliert quasi den. Man verliert die dritte Runde gegen nichts als Pistols und eine Flash. Das ist natürlich sehr unlucky. Das ist sehr knapp und dann forst man gegen und entscheidet sich dafür, über einen Con Rush zu spielen. Und das wird. Ne, wird das gehört? Ja, es wird gehört. Und dann spielen die CTs sehr gut da, in dem Fall. Weil sie sich da absmoken. Ich glaube, er wirft. Wo wirft der Molotow? Er wirft sogar noch in diesen Engpass den Molotow. Invictus kann gar keinen Spieler setzen. Aber Temp ist dann da mit seiner eigenen Klasse zu stark. Kann drei Leute setzen. Und Nielsen bewegt sich dann alleine schon mal vorwärts, kriegt sogar noch den ersten Frag. Das sind 2 gegen 2 am Ende. Ist dann wirklich knapp und dann, naja, geht ihm die Zeit aus am Ende. Versucht man an seinen Erfolg anzuschließen. Und diesmal ist es halt eben nicht so, dass die Ts damit viel Leuten in der Mitte sind. Und die Flash poppt da zwar, aber ist halt niemand da. Und vor allen Dingen 3 Eier macht es auch genau richtig. Er fällt zurück, wenn die Flash kommt. Und dann hat man sogar noch einen Molotow, um sie noch weiter aufzuhalten. Und dadurch wird das ganze Play einfach beendet. Und zum Glück sterben sie alle. Hatten wir ja vorhin angesprochen. Saven ist nicht die schlauste Variante in der Pistol Run. Eine Sache, die die Vayne zumindest sehr selten macht, ist lang anspielen als CT. Also da wird eigentlich quasi niemand. Einmal wird da lang gehalten, aber dann ist es natürlich ein B-Play. Und das dann auch erst in der 15. Runde.
Das ist sehr unlucky. Da hat man keine Info. Invictus muss auf Info gehen, damit man irgendwie sich entscheiden kann. Mighty wird da gespottet. Eigentlich wird Mighty gespottet, aber Invictus entscheidet sich halt erst noch Party zu clearen. Und dreht sich dann nicht. Das ist sehr spannend. Also Mighty schießt da jetzt und. Ja, da hat irgendwie Invictus nicht ganz den Call gekriegt. Ist natürlich dann sehr unlucky für die Runden, für den Rundenausgang. Weil natürlich. Eigentlich müsste dadurch der Spieler noch da bleiben, oder? Ja, dadurch, dass er den Kill auch nicht kriegt und auch kommt halt ein Spieler hoch, man ist noch zu zweit auf B und in der Zeit kommt dann der B-Execute rein. Und man kann, Heidi kann da sogar richtig lange hiden, kann aber den Bombplant nicht aufhalten. Das wäre auch noch eine Variante gewesen. Und dann gewinnt Poseidon damit die erste Runde nach ein paar. Und kriegst sogar die Follow-up, oder? Okay, in dem Fall spielt er auch wieder sehr interessant. Dass dieses Rooftops immer angeht und ausgeht. Man hat jetzt hier den Con eingenommen, eigentlich. Hat aber niemanden, der irgendwie oben hält. Und warum auch immer, ist natürlich die Frage, warum Wuppertalks sich dafür entscheidet, komplett da runter zu gehen und nicht erst noch oben zu covern. Aber man hat halt die zwei Smokes, hat natürlich den Bereich jetzt eingenommen, hat den Clear und kann dann Con clearen zu dritt. Schon der richtige Call. Divine hat halt keine Chance, da wegzukommen. Man verliert dadurch zwei Leute und das ist eigentlich dann schon die Runde. Es ist dann nur noch gut runtergespielt. Kriegt er die einzelnen Frags, ohne überhaupt ein richtiges Engagement haben zu müssen. Damit ist es dann auch die Runde. So, das ist ein schönes Play von eigentlich von Poseidon, weil man hier man spielt hier schnell A lang an und solange die Ts nicht wirklich bis hier vorne pushen oder halt einen auf lang haben, der hier hinten steht oder so und mit der Orb das abaimt, kann man eigentlich das war jetzt doof. Also CTs müssen halt entweder einen haben, der hier vorne mal reinpiekt, wobei dadurch, dass hier eine Smoke liegt, hätte er quasi keine Information gehabt, könnte aber natürlich dann hier den Winkel halten. Oder du musst halt hier hinten einen haben oder halt generell auf lang einen, der die Information kriegt, weil ansonsten die Ts hier hinten rüber bis hier vorne kommen, ohne dass sie einmal gehört werden können. Und das sieht man jetzt auch eigentlich ganz gut, dass hier Invictus ist gar nicht ready dafür, dass das schon jemand ist. Und er hat halt jetzt Glück einfach, dass er Felix da mit dem Knife erwischt, ihm gleich einen Headshot geben kann und dann sogar noch einen zweiten und einen dritten kriegt. Wenn er das halt nur wie im Normalfall, sag ich mal. Wenn das Video im Normalfall ausfällt, dann ist er halt da durch und kommt da noch mit dem Knife um die Ecke und wird dann von der AK schon erwartet. Und hätte hier aber sogar die Support Flash ready, die aber nicht rauskommt. Ja, nicht rechtzeitig mehr kommen kann. Und dann ist halt ein 5 gegen 3. Weiß gar nicht, wer hat die Bombe. Ja, die Bombe verliert man natürlich jetzt auch noch hier vorne. Bombe ist lost und damit ist die Runde halt auch wieder quasi
quasi nicht holbar. Auch wieder sehr nett zu sehen. In dem Fall fängt Wupptrox diesmal sehr defensiv an, beziehungsweise mit einem sehr starker Präsenz Richtung B. Man nimmt auch die Bombe bis hier vorne mit. Und holt sie sich dann wieder und. Okay, also die Bombe macht eine kleine Rundreise, wird dann nochmal mit nach A hochgenommen, um sie dann wieder runterzubringen. Und eigentlich hat man da gar nicht so eine schlechte Position. Also wir sehen, sie sind auf A-Side komplett drauf, bis sie das erste Mal so ein richtiges Engagement haben. Währenddessen die Bombe auf B eigentlich drauf geht. Nielsen macht da auch sogar noch einen Kill. Und dann wird aber die Bombe gefaked. Und Heidi kann sehr viel Zeit rausnehmen. Einfach nur dadurch, dass er da am Leben bleibt. Ja, und dann kommt die Flash kommt zu spät und dadurch ist halt dann die Runde für die Wein. Aber 2 Runden später reicht es dann nicht mehr. Da verliert man dann gegen einen Tech Rush. Mal sehen, wo der hingeht. Ja, sie gehen gleich underground durch zu dritt. Zu viel, sorry. Und dann da raus und man ist gar nicht ready für den Underground. Das ist halt auch wieder die Frage. Der Temp hat mit der Orb, also weiß zumindest, da kann keiner sein in dem Bereich. Schaut dann Richtung Playground und dann hat eigentlich Invictus nur die Aufgabe, Underground zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob der eine Flash wirft, was er da macht. Er wirft dann Nave und dann kommen sie halt hoch. Er hört sich das jetzt, ist sogar fest. Kann keinen Kill setzen. Tempt muss sich da jetzt umdrehen. Kann sogar noch einen setzen. Sogar einen zweiten. Aber natürlich ist A-Side lost. Und das ist halt dann in dem Moment das Problem. Dann ist 1 gegen. Okay, Temp und 3 Eier belauern sich da. Ach, und die Bombe ist down, oder? Ja, also Bombe ist down offside. Da spielt man leider das 2 gegen 1 nicht so gut aus. Gegen die Orb ist natürlich auch einfach schwierig. Aber so hat man kein Refake-Potenzial. Da hätte der in dem Engagement halt der zweite auch mit rumziehen. Das naja, geht die Map 11 zu 15 aus. Wenn ihr wollt, können wir uns jetzt noch ein anderes Play anschauen. Ich glaube, wir haben noch eine Demo von Evo Play, wenn ich das richtig im Kopf habe. Müsste Evo Play auch schon mal. Nee, stimmt nicht. Die haben noch nicht Overpass gespielt. Dann schauen wir uns doch mal Foxhead Execution gegen Pandaric Fiveheads an, würde ich sagen.
Und da schauen wir uns jetzt noch einmal die Pistol Round an von den Pandemic Fifeheads, wo Mido auch mitspielt. Hat er ja vorhin schon mal so ein bisschen was von erzählt. Und ich würde sagen, wenn wir die uns angeguckt haben, dann können wir auf dann können wir richtig schön rüber hosten zu dem Stream von Divine gegen Evo Play. Also da haben wir Foxhead Execution gegen Pandaric Fifeheads und dann schauen wir uns auch einfach nochmal schnell die beiden Pistol Rounds an, was hier gespielt wird. Also Pandaric Fifeheads macht es da sehr einfach. Sie halten die Mitte gar nicht an, sondern stacken Connector. Eigentlich mit vier Leuten. Da kommt der vierte kommt auch gleich noch rüber. Und einfach nur einer, der da CT ein bisschen hält. Execution kann dann einfach auf B drauf. Der Retake ist halt schwierig. Da verliert man die Aim-Duelle und dadurch gewinnen dann die Ts die Runde. Jetzt können wir ja mal schauen, wie Derek die Pistol Round spielt. Da geht man zu fünft. Aber zu viert geht man da in den Underground rein. Wer hat die Bombe? Waschbär hat die Bombe. Also auch die Bombe wird mitgenommen in den Underground. Gangster versucht dann mit einer Dual Berettas sein Glück, aber hat halt dann vier Leute vor sich. Das langt dann nicht ganz und dann kann man sich darüber die A-Side holen, wobei man JKL fast vergisst. Und hier macht man dann auch die richtige Entscheidung. Man hat A-Side eingenommen, kriegt den Kill auf den Dumpstar-Spieler und sagt dann, okay, komm, zwei gegen zwei Situationen, wir wissen, dass noch einer irgendwo von Toilets kommen muss. Dann lass uns einfach runtergehen schnell auf B, den B-Plant holen, dann haben wir wenigstens da den Vorteil. Snapsensor und Waschbär können dann da zusammen das auch gut ausspielen. Und damit steht es dann 9 zu 7 und man hat eine Chance auf ein Comeback, was man dann auch anfängt. Also da holen sie dann hintereinander da ziemlich gleich sich die ersten 5 Runden. Können sie sich dann holen. Und ab dann fängt aber Foxhead an, halt sich das zurückzuholen. Da gibt es dann halt ein paar individuelle Plays, die einfach sehr stark sind. Und dann fällt halt auch auf, dass der Ingame-Leader nicht da ist. Genau, und ich lasse euch jetzt hier noch kurz die Bilder und dann posten wir rüber. Wie schreibt man den? Damit wünsche ich euch heute viel Spaß bei Divine gegen Evo Play. Schön.